Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Ihr seid das Licht der Welt. Hallo, hier spricht Gabriele Wendel aus Weißenheim am Sand mit einer Fabel zum Nachdenken. Die Schule der Tiere. Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine Schule. Die Abschlussprüfung bestand aus Rennen, Klettern, Fliegen und Schwimmen und alle Tiere wurden in allen Fächern unterrichtet. Die Ente war gut im Schwimmen, besser sogar als der Lehrer. Im Fliegen war sie durchschnittlich, aber im Rennen war sie ein besonders hoffnungsloser Fall. Da sie in diesem Fach so schlechte Noten hatte, musste sie nachsitzen und den Schwimmunterricht ausfallen lassen, um das Rennen zu üben. Das tat sie so lange, bis sie auch im Schwimmen nur noch durchschnittlich war. Durchschnittliche Noten aber waren akzeptabel. Darum machte sich niemand Gedanken darum, außer die Ente. Der Adler wurde als Problemschüler angesehen und unnachsichtig und streng gemaßregelt, da er, obwohl er in der Kletterklasse alle anderen darin schlug, als Erster den Wipfel eines Baumes zu erreichen, darauf bestand, seine eigene Methode anzuwenden. Das Kaninchen war anfänglich im Laufen an der Spitze der Klasse, aber es bekam einen Nervenzusammenbruch und musste von der Schule abgehen, wegen des vielen Nachhilfeunterrichts im Schwimmen. Das Eichhörnchen war Klassenbester im Klettern, aber sein Fluglehrer ließ es seine Flugstunden am Boden beginnen, anstatt vom Baumwipfel herunter. Es bekam Muskelkater durch Überanstrengung bei den Startübungen und immer mehr Dreien im Klettern und Fünfen im Rennen. Die Fabel erzählt noch von weiteren Beispielen, doch ich denke, der Kern der Geschichte ist auch jetzt schon zu erkennen. Diese Fabel bringt es zugegeben etwas überzogen auf den Punkt. Jede und jeder einzelne von uns hat besondere Gaben oder Talente mit auf ihren Lebensweg bekommen. Wir müssen uns nicht mit anderen vergleichen, die in manchen Dingen einfach besser sind als wir selbst, sondern wir dürfen unsere Fähigkeiten ausbauen. Wir können getrost auf unsere Gaben sehen und müssen unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, sondern dürfen unsere Gabe mit Freude einsetzen. Für uns, unsere Nächsten und für Gott. Einer ist besonders gut im Planen, die andere eher praktisch orientiert. Die eine kann besonders gut singen und musizieren, der andere wiederum kann sich besonders gut in andere hineinfühlen und mit dieser Gabe gelingt es ihm, Streit zu schlichten. Und alle Gaben zusammengenommen geben eine gute Gemeinschaft. Das gilt im Kleinen für die Familie, aber auch für Klassengemeinschaften, Gruppen und unsere Kirchengemeinden, genauso wie im Großen. Je mehr gute Gaben für alle eingesetzt werden, umso schöner und bunter wird unser Leben. Wir beten. Danke, Vater, für alle Gaben, die wir von dir bekommen haben. Lass uns deine Gaben nicht vergeuden, sondern sinnvoll zum Guten einsetzen, für unsere Nächsten und unsere Gemeinschaft. Lass uns unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten erkennen. Amen. Sei gewiss, Gott ist bei dir. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden. Amen.